Ich war kein Schüler mit 1 und 2. In Mathe immer 1, Geschichte 1, am Ende hat es gereicht. Die Frage taucht natürlich auf, Englisch? Herzlich willkommen bei Inseldenker. Ich möchte auf meinem YouTube-Kanal einfach auch mal ein paar Sachen Revue passieren lassen, die mir besonders gut gefallen haben. Und dazu gehört auf jeden Fall das Gespräch mit Günther Oettinger, das am 12. September 2014 stattfand. Eine Schwierigkeit, die ich hatte, war, dass normalerweise meine Gäste im Vorfeld mir ein paar Fragen beantworten, mir Liederwünsche zum Beispiel mitteilen oder auch Kinderfotos schicken. Von Günther Oettinger habe ich tatsächlich im ganzen Verlauf der Vorbereitung keine einzige Frage beantwortet bekommen und keinen einzigen Hinweis auf Lieder oder Fotos. Ich habe mir jetzt erstmal dadurch beholfen, dass ich die Kinderfotos selber gebastelt habe und das hat Ihnen, glaube ich, schon mal ziemlich gut gefallen. Aber die Haare sind von Ihnen. Dann hatte ich natürlich eine Sache vor. Ich wollte irgendwie auf das Englisch zu sprechen kommen. Und ich dachte, jetzt fallen wir mal nicht gleich mit der Tür ins Haus, beginnen wir mal das Gespräch über die Schule. Und das hat auch ganz gut geklappt. Ich war kein Schüler mit 1 und 2. In Mathe immer 1, Geschichte 1, Sport 1 bis 2, aber Chemie nur 4, Französisch 3 bis 4, 3. Also ich war mittelgut, aber am Ende hat es gereicht. Die Frage taucht natürlich auf, Englisch? Ich hatte 9 Jahre Latein, 5 Jahre Französisch, 3 Jahre Englisch. Okay. Danach eigentlich nie mehr gebraucht. Warum auch? Also, um in Baden-Württemberg rumzuregieren, da reicht Hochschwäbisch aus. Ja, nachdem es gleich mal so humorvoll losging mit den Fragen nach Schule und dem Englisch, wollte ich meinen zweiten kleinen Anschlag auf ihn nicht sofort hinterher schieben. Ich hatte mir vorgenommen, mit ihm Englisch zu sprechen. Und deshalb habe ich gedacht, ich lenke das Thema erstmal auf etwas, wo er sicherlich bereitwillig antworten wird und sich gut auskennt, nämlich wie er überhaupt damals nach Brüssel gekommen ist. Ich war damals im Nationalrat, das war im Oktober 2009, in Österreich in Wien. Und hatte gerade Pause zwischen zwei Ministergesprächen auf dem Weg zu Faymann. Und da kam der Anruf. Und da habe ich gefragt, habe ich Zeit bis zum Montag? Sagt sie, nee. Zeit bis morgen früh um 9. Okay. Dann gingen meine Termine weiter mit der Regierung von Österreich. Dann abends war ein großer Empfang entlang der Ausstellung der Handelskammer von Dieter Hund und mir. Dann war ich dann lange noch mit Dr. Hund und mit Frau Schäffler und anderen von der deutschen Industrie, kam um 12:30 ins Bett und war auch nicht klüger. Dann habe ich zwischendurch mal meinen Sohn gefragt, meine frühere Frau gefragt, meine Mutter gefragt, hilft auch wenig weiter. Und dann habe ich noch am nächsten Morgen um 7:30 den Lothar Späth gefragt. Das war's. Und dann war 9. Auch wenig hilfreich. Okay. Und da habe ich mich entschieden, hat es angerufen, 10:08, und musste mich entscheiden. Und ich war damals unsicher, ich wusste nur eins, wenn ich mich nicht traue, würde ich mir mein Leben vorwerfen, es nicht gemacht zu haben. Ob ich es bereue, ist eine andere Frage, aber es nicht zu versuchen, hieße, geklemmt zu haben. Und ich habe es nie bereut. Ja, wir haben dann im weiteren Gespräch auch über Freundschaften gesprochen. Und er hat erzählt, dass er es doch schafft, auch außerhalb der Politik Freunde und Freundschaften zu pflegen und zu halten. Und da mir das Thema Russland auch damals schon wichtig war, mit ihm zu besprechen, habe ich schon mal einen kleinen Vorfühler gemacht und ihn auch für Russland angesprochen. Jetzt hat ja der Helmut Kohl den Gorbatschow und der Schröder den Putin. Haben Sie sich schon einen ausgesucht in Russland? Freund wäre zu viel, aber ich habe zwei wichtigen Weggefährten aus Russland gute Kontakte. Zum einen Herrn Schmatko, der war der langjährige Energieminister, aber war auch in Deutschland zum Studium, war hier bei einer Unternehmensberatung. Er spricht perfekt Deutsch, den mag ich sehr, der besucht mich auch einmal im Jahr in Brüssel. Und dann der Chef der größten Bank, der Speerbank, Herr Gräf, der war früher Wirtschaftsminister, den habe ich kennengelernt 2005, wir halten engen Kontakt und er ist jemand, der Herrn Putin mit großer Offenheit auch eine kritische Meinung sagt und trotzdem im Amt geblieben ist. Ja, und dann kam eine Sache,
die für mich sicherlich unvergesslich ist an dieser ganzen Show, obwohl ich sie erst im Nachhinein überhaupt im Fernsehen gemerkt habe auf Regio TV, nämlich Günther Oettinger hat in meiner Show geweint. Ich frage ja normalerweise meine Gäste, was sie für Lieblingslieder haben, und Günther Oettinger hat darauf nicht geantwortet. Also musste ich mich selber auf den Weg machen und schauen, ob ich was rausfinde. Und da kam nichts. Bis einen Tag vor der Show Gabi Hauptmann, die Bestsellerautorin aus Allensbach, dessen Sohn gefragt hat, was er sich denn für ein Lied wünschen könnte. Und der hat uns einen Tipp gegeben, nämlich die VfB-Hymne. Und dieser Tipp war ein absoluter Goldgriff, wie ihr jetzt gleich sehen werdet. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß noch, wie es war. VfB. Zum ersten Mal im Stadion, die Gänsehaut war da. Sie können gerne mitsingen. Die Spieler auf dem Rasen, die Fans und der Gesang. Stuttgart, meine Heimat, VfB ein Leben lang. Uns wird nichts mehr trennen, tut's auch manchmal weh. Die Liebe meines Lebens bleibt der VfB. Wir werden immer zu dir stehen, für immer VfB. Wir werden niemals untergehen, für immer VfB. Wir schreiben heute Geschichte, lassen unsere Fahnen wehen. Wir tragen unseren Brustring für immer. Schönes Lied. Es war ein Geheimtipp, ne? Das Lied stammt aus 2007, dass der VfB zum letzten Mal Meister wurde. Wird es ja alle 10 Jahre etwa, also bald wieder. Und es hat eine Truppe von 5 jungen Männern gesungen. Die Fraktion heißen sie. Aha. Passt, ja. Und die Ultras, das sind die wirklichen Fans in der Stehkurve, singen das immer, wenn sie irgendeinen fröhlichen Abend feiern. Da gibt es viele andere Lieder, aber das gehört mit Sicherheit zu den wertvollsten von der Melodie her. Sehr, sehr erhebend, muss man schon sagen. Ist anspruchsvoll. Wer hat sich's gewünscht für Sie? Wer könnte mit ihm zum Fußball gehen gelegentlich? Ich würde fast sagen, aber Sie haben da keinen Kontakt zu ihm. Also eigentlich mein Sohn, der liebt das Lied. Von dem haben wir es auch. Sehr gut.